Spruch vom BAG betonte, das ist eine arme Viecher. Auch er ist im Kampf gegen das Coronavirus unterwegs. Grenzwachchor-Feldwebel Christian Fuhrer. Sein Auftrag? Grenzübertritte sperren und kontrollieren. Das ist schwierig, solange Autolenker die neuen Grenzzäune einfach umfahren. Eben, da sind sie jetzt am Bauer über den Acker gefahren, oder? Da, die Spuren da. Ja, genau. Oder da auf dieser Seite sind sie durchgefahren. Da wird natürlich sicher etwas folgen. Wir können logisch nicht den ganzen Acker da absperren. Ich weiss nicht, ob man da mit Pfosten noch etwas absperren will. Aber irgendwann ist man natürlich schon auch an der Vernunft von der Bevölkerung zu appellieren, zu sagen, wir machen das nicht einfach so. Werdet nicht bequem, geht über die zugeführte Straße, die wir euch zur Verfügung stellen, um wirklich dem Virus entgegenzuheben. Es ist Dienstagabend, der Tag 1, nachdem der Bundesrat die Schließung der Grenze angeordnet hat. Schweizer, hier Ansässige und Grenzgänger mit Bewilligung dürfen noch rein. Seit den Morgenstunden machten die Grenzwächter die meisten Grenzen zu. Auch hier im Zürcher Rafzer Feld. Noch fehlen aber die großen Betonblöcke zur Sperrung. Darum gibt es regelmäßig Durchbrüche von deutscher und Schweizer Seite. Jetzt soll es ein Kleinbus richten, der quer in die Straße gestellt wird. Also ihr habt den Tag durch Auto gehabt, die durchgefahren sind? Ja, immer wieder. Die Deutschen sind da, wir sind da, haben sporadisch besetzt. Und als wir dann wieder hergekommen sind, haben wir gesehen, dass Barrieren vorgemacht worden sind. Und darum macht man es jetzt härter mit einem fixen Bus, den man nicht wegschieben kann. Wie lange bleibt der da? Der bleibt da, bis wir unsere Schicht beenden, am Morgen um 5 Uhr. Dann kommt die nächste Kippe und wird das da wieder übernehmen. So lange, bis dann halt wirklich die Betonsteine kommen, wo wir in die Straße stellen, dass keine Reise mehr möglich ist. Wie fühlt sich das an jetzt? Wie früher, wie vor langer Zeit, dass wir irgendwo etwas dicht machen müssen. So habe ich es in dem Sinne noch nie erlebt, muss ich auch ehrlich zugeben. Schon seit Anfangs Winter habe ich Mitglieder des Schweizer Grenzwachchors mehrmals begleitet. Da waren die Grenzübergänge oft nicht einmal besetzt und das Coronavirus noch kaum ein Thema. Ich bin ursprünglich der Frage nachgegangen, schützen Grenzwächter die Schweiz in Zeiten der offenen Grenzen überhaupt noch? Und wenn ja, wie? Eine erste Antwort habe ich hier erhalten. Beim mobilen Einsatzkommando der Eidgenössischen Zollverwaltung, MEK Helvetia. Eine Spezialtruppe, die bei großen Fällen zum Einsatz kommt. Schmuggel oder Geldwäscherei zum Beispiel. Erstmals überhaupt lassen sie sich filmen. Es ist eine Übung. Ein Angriff auf kriminelle Schmuggler von Betäubungsmitteln. Die gewaltbereiten Verdächtigten habe man zuvor wochenlang observiert. Und auf diesen Moment gewartet. Ist das der Kick, der es ausmacht? Genau. Das Adrenalin, oder? Ja, der Adrenalin, die Umfeld, die Tätigkeit, die Möglichkeiten, die wir hier haben, das ist sicher etwas, das motiviert, die Leute hier zu kommen. Aber jeder weiß das genau, denn er kann das nicht machen, seine ganze Karriere. Das ist nur ein Teil von der Karriere, der wird so gemacht in eine Sonderformation. Ah. Die Sonderformation besteht aus speziell ausgebildeten Grenzwächtern, die anonym bleiben müssen. Meist observieren sie, als Zivilisten getarnt. Sie kommen schweizweit oft zum Einsatz, wenn es um bandenmäßigen Schmuggel geht. Niemand macht das ohne Emotionen. Das ist normal. Wir wissen, wo wir gehen.
Und wir wissen auch die Verachtung, die Verantwortung, die wir haben, wenn wir solche Sachen machen. Die Konsequenzen, das kann auch bringen. Und wir sind bereit und trainiert für das. Und wir versuchen, das so profi wie möglich zu machen. Wir brauchen Leute, die haben, sind Multirol, Multitasking, die können mehr Sachen am gleichen Zeit machen. Wir brauchen hier in erster Linie mehr Hirn, den Muskel. Die Muskel können wir immer trainieren, und die, aber der Hirn muss von Anfang an stimmen, und das ist sehr schwierig. Es gibt selten Leute, die haben die Möglichkeit, mehrere Sachen am gleichen Zeit zu machen. Kontrolliert wird nach wie vor ausländische Lastwagen und Fahrer, wie hier in Basel-Weil am Rhein. Also hier sehen wir jetzt eigentlich sehr gut den ganzen Lkw-Verkehr, der hier jetzt eigentlich in die Schweiz hineinkommt. Ja. Zwischen der Schweiz und der EU gilt zwar die Personenfreizügigkeit, aber die Schweiz gehört nicht zur Europäischen Zollunion. Darum werden hier Waren verzollt und unter anderem die Schwerverkehrsabgabe erhoben. Aber Entschuldigung, der da zum Beispiel, der fährt jetzt falsch. Der fährt falsch. Der hat jetzt nicht ein Schild lesen, das eigentlich heisst, er müsse hier reingehen. Dass so mancher Fahrer die Anweisungen nicht lesen kann, überrascht nicht. Viele kämen von sehr weit her, erzählt uns der Zollrevisor Roger Wenger. Es gibt erstaunlich viele Fahrer, die das erste Mal da sind. Und dort muss man dann Hilfe bieten. Also entsprechend Schwierigkeiten sind dann meistens die Kommunikation, also, dass man das versteht. Das ist so, bis man dann rausgeht. Also Englisch kennen Sie, oder? Ja, die wenigsten. Also, viele Fahrer kommen natürlich vom Osten. Sehr weit aus dem Osten. Und dann ist halt effektiv nur Russisch. Viele Ukrainer sind jetzt hier. Und das sind natürlich schon Sprachbarrieren. Ja. Er macht es jetzt auch nicht ganz korrekt. Hallo, Ticket ist noch nicht gut. Hallo? Ja. Die Shellcard, DKW. Karte drehen. Turn the card, please. Und. Also. Das ist ein Fall, wo ich raus muss, weil das wird zu spät zu lang gehen. Also. Der Fahrer muss Lastwagengewicht und aktuellen Kilometerstand angeben. Auch für die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe. Mit der fortschreitenden Digitalisierung wird sich diese Abwicklung in Zukunft stark ändern. Das ist manchmal gefährlich oder unangenehm, oder? Nein, kann man so nicht sagen. Also, es gibt klar Chauffeure, die verärgert sind, wenn es nicht läuft. Also, wenn sie bei mir sind, aus irgendeinem Grund anhalten, berechtigt, von unserer Seite berechtigt natürlich, ist das für den Chauffeur natürlich Zeitverlust. Und heute kennt niemand mit Zeit. Also heisst das, er will ja aus dieser Situation möglichst schnell rauskommen. Und aber, wenn es halt nur ein Papier ist, das klemmt oder falsch gemacht ist, kann er oft nichts dafür. Und trotzdem ist er halt in der Leidtragende und in der Grenze. Täglich fahren rund 20.000 Lastwagen in die Schweiz. Die Zöllner können nur einen Bruchteil der Ladungen kontrollieren. Ziel ist es, den Schmuggel zu verhindern, damit dem Staat nicht Zolleinnahmen verloren gehen. Immerhin betragen die Gesamteinnahmen der eidgenössischen Zollverwaltung jährlich über 20 Milliarden Franken. Zollfachmänner wie Lukas Spöri kontrollieren aber auch, ob Lastwagen und Fahrer fahrtüchtig sind. Viele Chauffeure würden die Ruhezeiten nicht einhalten. Sie den gerne manipulieren an den Fahrtenschreiber. Und das würde man dann hier oben den Kabel sehen, dass irgendeine Manipulation stattgefunden hat. Also der Schlänger am Steuer sind oder Löb. Richtig, dass es einfach, dass im Prinzip der Fahrtenschreiber nicht richtig funktioniert. Dass er einfach die Zeit ausschaltet und dann im Prinzip kann weiterfahren ohne Fahrzeit. Das ist eine große Gefahr für uns, die wir gerne wieder sehen und finden. Das gibt es häufig. Das gibt es häufig, ja. Also, es ist einfach schwierig zu finden, weil heutzutage ist es meistens elektronisch gesteuert, dann sehen wir es gar nicht mehr an den Kabel. Da ist irgendein Chip verbaut, der das automatisch macht. Ja. Okay.
Ist okay für mich. Man kann halt schon wahnsinnig Geld sparen, wenn man die Zeit kann umgehen kann. Also wir müssen nach 4,5 Stunden Pause machen, nochmal 4,5 Stunden, 9 Stunden bis 10 Stunden Maximum. Und wenn er das natürlich manipulieren kann, dann kann er natürlich viel größere Strecke fahren. Ja. Also das ist ein knallhartes Business, das Ganze? Knallhart, knallhart. Und der Chauffeur ist das letzte Glied. Das muss man sehen. Ja. Darum, für mich sind es amüsierend, ganz ehrlich. Weil was die für einen Lohn haben im Monat und was die arbeiten müssen. Und wenn wir ihnen dann Bussen abnehmen, wenn ich weiss, dass ein Schaffer 500 bis 800 Franken verdient im Monat und wir nehmen eine Bussen ab von 200 bis 300 Franken, das ist massiv. Die systematische Personenkontrolle an der Grenze gibt es seit Schengen nicht mehr. Aber es gibt mobile Einsätze im sogenannten rückwärtigen Raum. Wie hier im letzten Dezember in der Bodenseeregion. Eine Sprungfahndung. Mit Hilfe von Armeehelikopter und Wärmebildkamera. Und das in Zusammenarbeit mit der deutschen Bundespolizei. Okay, wir werden im Grenzraum Deutschland-Schweiz auf verschiedenen Kontrollplätzen Kontrollstellen betreiben, mit der Absicherung des Flierteams, dass wir eine Kontrollstelle überwachen können. Wir kommen zu der allgemeinen Lage. Die Lage ist momentan etwas angeheitert. Es geht darum, dass Einbruchsbanden wieder rum sind. Im ganzen Raum, ganze Schweiz. Aber natürlich grenznah, dort, wo wir heute Kontrollen werden durchführen werden. Aus dem Grund, dass sie halt irgendwo klauen können und sofort über Grenzen. Und sprich, man hat sie dann nicht fassen oder sind einfach schnell aus der Reichweite. And Speed 45. Ja, das ist. Und zusammen mit einem halben Dutzend mobiler Grenzwächter fliege ich übers deutsch-schweizerische Grenzgebiet. Und die Idee ist, dass man so Viertel ab 20 landet. Die Kamera unter dem Helikopter liefert auch nachts beste Bilder. Ein taktischer Vorteil gegenüber möglichen Kriminellen, sagt Einsatzleiter Fuhrer. Zum Beispiel, wenn ein Auto kurz vor der Kontrolle wieder abdreht. Also der Mehrwert, den wir von der Luft oben beobachten können, wenn jetzt hier ein Fahrzeug durchbrechen würde, dann können wir das Fahrzeug aufnehmen und die Bodenkräfte zuspeisen und allenfalls weitere Kräfte auf die flüchtende Person lenken. Immer wieder mal landet der Helikopter. Was sind wir jetzt in der Schweiz oder in Deutschland? Was sind wir jetzt in der Schweiz? Die Grenzwächter unterstützen so mobile Polizeikontrollen am Boden. Es sind kurze Kontrollen, aber mit großen Teams. Man wolle den Überraschungseffekt nutzen. Mit Stichproben. Die Polizisten stoßen so oft auf Einkaufstouristen mit Schmuggelware, Verkehrssünder oder Betrunkene. Immer mit dabei ist aber die Hoffnung auf den ganz großen Fang. Auf einmal Haschischgeruch. Jetzt ist gerade mega eine Graswelle gekommen. Wo ist es? Schmeckst du es? Wo kommt denn der Wind her? Also beim Kölner war definitiv die ganze Karte nicht geschwommen. Aber jetzt vorher ist ein brutaler Duft gekommen. Ja, das ja. Ich habe vorher den Kopf hineingehabt, habe nicht geschmeckt. Ja, eben, wir sind bei einem Kollegen, er schafft da, oder? Ich muss einfach mal alles hier sein. Willst du mal schmecken? Ja, dort, wie das ist. Aber woher kommt der Duft? Offensichtlich aus diesem Auto. Die Sicherheitskräfte kontrollieren die Insassen und nehmen Proben, die sie gleich vor Ort analysieren. Es wird sich herausstellen, CBD-Haschisch, nichts Kriminelles. Die zwei arbeiten in einem legalen Hanfladen, heißt es. Aber es gibt Befriedigung in dem Job. Befriedigung, ja. Eben, am Abend gut gesund heimkommen. Aber natürlich ist es auch gut, macht es Spass, wenn man einen Fall hat, wo
Also wenn man jemanden kann, also Kriminaltouristen zum Beispiel, wenn man solche Leute kann festnehmen kann, und das, dann weiß man auch, man hat etwas Gutes gemacht. Und das macht natürlich Spass. Die grossen Fälle sind aber eher selten. Und doch, das eine oder andere finde man bei solchen Razzien immer, sagt Einsatzleiter Fuhrer. Es bleiben immer so 10 bis 15, 20 Wiederhandlungen hängen. Im Betäubungsmittelbereich fahren und ohne Führerschein, dann auch Zollwiederhandlungen und kleine Menge Betäubungsmittel bleiben alle hängen, wie Waffengesetz oder auch Straßenverkehrsgesetz. Es muss Patriot sein für den Job. Patriot muss man auf keinen Fall sein. Es hilft vielleicht ein bisschen, wenn man das Bedürfnis hat, der Schweiz und der inneren Sicherheit zu schauen. Das hilft sicher. Aber auch sonst, es geht da eigentlich um einen Gerechtigkeitssinn, dass man das Gesetz vertreten und alle gleich behandelt. Zurück beim mobilen Einsatzkommando Helvetia. Geübt wird der schnelle Zugriff auf einen Parkplatz nach Wochen, teils monatelanger Observation. Die Zugriffe müssen sehr schnell gehen. Zum Schutz des Verdächtigen, aber auch der eigenen Einsatzkräfte. Wir wollen ein bisschen seine persönliche Sphäre so ein bisschen schützen. Und für uns ist wichtig, dass wir so schnell wie möglich die Personen auf dem Sicht von den Leuten wegnehmen. Das ist ein bisschen einer von der Grund. Also so schnell machen, dass niemand mit dem Handy etwas. Genau, das wäre die perfekte, sage ich, Lage für uns. Man müsse schon als Kind gerne Räuber und Polizist gespielt haben, sagt einer. Aber mir kommt hier auch der Gedanke an ausländische Sondereinheiten, die manchmal von rechtsextremen Kreisen infiltriert werden. Es gibt in anderen Ländern immer die Diskussion, dass rechte oder rechtsextreme Menschen in solche Sondereinheiten wollen. Wie ist das hier bei Ihnen? Bei uns ist das sicher kein Thema. Wir haben Leute, die ursprünglich sind gute Schweizer, aber kommen von den ganzen Teilen der Welt. Wir haben Leute von Asien, von Afrika, von Südamerika. Ich bin ein gutes auch Produkt von der Schweizer Integration. So bei uns dieses Problem wird nie einmal stattfinden. Wegen wir haben eine multikulturelle, Stand in der Einheit und bei uns das funktioniert sehr gut. Wir sind Föderalisten, aber sicher nicht rechtsextrem, das kann ich garantieren. Gibt es da Kontrollen? Oder sicher, wir sind Sicherheit überprüft, wenn wir in der Einheit kommen, sonst beim GWK sind wir Sicherheit überprüft. Und noch mehr, wir haben ein anderes Label von Sicherheitskontrolle bei der Einheit. Und der Assessment bei uns, das sind Sachen, wo wir erklären, auch mit Psychologen etc. Bei uns ist alles ist klar definiert. Der Bahnhof Brieg im Oberwallis. An diesem Tag, auch noch vor der Corona-Zeit, steht die Kontrolle eines internationalen Zuges an. Also, ich begrüße euch zur Aktion Kontrolle des Dello E220 hier in Brieg. Wir werden den Einreisezug, der von Venedig nach Paris reist, kontrollieren. Im Moment die Lage von uns ist klar, dass wir in diesem Zug mit Fälschungen rechnen müssen. Es sind Imposter, also nicht zustehende Ausweise oder auch Visums, die oft gefälscht werden. Das vielleicht ein bisschen als spezielles Kontrollthema. Absicht, wir werden eine Zollkontrolle durchführen. In der Zollkontrolle werden wir auch auf verbotene und zur Ein- und Aus- und Durchfuhr verbotene Waren, sprich Betäubungsmittel, Waffen und gefälschtes Geld oder Wertsachen unser Auge haben. Also im Fall eines Fluchtversuches, bitte eilen Sie nicht über die Gleise nach. Wir haben andere Mittel. Wir werden dort ein Dispositiv aufziehen mit Kantonspolizei und mit Kilian zusammen. Und im Endeffekt werden wir den Bahnhof überwachen, ein bisschen größer. Nicht, dass wir irgendwie noch Personenunfälle haben.
Ja, den würde ich eben noch mal da. Ja, ich weiß, ich hätte dafür. C'est bon. Maurice. Moi, je regarde vite. Ah, hat er schon Leute gehabt, die sich hier unten versteckt haben. Ja, okay. Schade, okay. Ich habe gesehen, die Leute sind nicht am Schlafen. Grazie. An diesem Tag sind die französischen Eisenbahner im Streik. Und darum auch weit weniger Passagiere unterwegs als sonst. Erwischt hat es bei der Kontrolle einen jungen Albaner. Nationalität. Albanien. Renouvellement du permis de séjour aussi en Italie. Ah ouais. Ouais. 46 Tage ist er jetzt im Moment drüber. Jetzt müssen wir kurz mit der Person reden, was sie sagt, oder? Ja, ja. Und sonst. Aber er soll zutrinken. Nein. Nein. Das ist kein Thema. Nein, ist kein Thema eigentlich. Aber ich könnte mir zeigen, es sind ja ein paar. Er hat ja nichts verbrochen. Nein, er hat natürlich keine. Die Dokumente, die er hier hat, die sind nicht gültig für den Aufenthalt im Schengen-Raum. Ja. Das heisst, so was wir jetzt sehen, auch für Italien wären sie nicht genügsam. Ja. Mit dem Reisepass, mit der Ein- und Ausreise, die er im Schengen-Raum gemacht hat, war er zu lang da gewesen, wieder die 90 autorisierten Tage. Das heisst, er darf sich nicht in anderen Schengen-Staaten aufhalten. Ja. Ich kann dir aber fragen. Ja. Ich rede sonst noch rasch mit dem H. Ja, parla italiano, signori. Sì. È tutto il bagaglio. Non è più niente nel treno. Eh? Lavora in Italia? Sì, lavoro. Sì. Sono andato da mio zio. Mio zio, dove? In Parigi. Ah, ok. Das hat er schon gewusst, dass er eigentlich nicht mehr dürfte hier sein. Ja, das hat er so, ja, er hat das so nicht gesagt, oder? Das Pechchen. Ja, Pech, nein, das ist natürlich jetzt eben im Rahmen. Darum sind wir ja auch da, machen die Kontrolle und das überprüfen. Hm. Eben nicht nur zollrechtlich, sondern eben auch, dann, wenn wir die Kontrolle machen, machen wir sie umfassend. Der Mann wird ein paar Stunden später nach Italien zurückgeführt. Illegale Grenzübertritte haben in den letzten Jahren stark abgenommen. Die EU und mit ihr die Schweiz riegelt ihre Außengrenze stärker ab. Kritiker sprechen von der Festung Europa. Dennoch müssen Grenzwächter auch hier immer wieder mal Menschen zurückweisen. Jetzt, was müssen wir für einen Typ sein? Also ich hatte das Gefühl bei mir, ich wäre jetzt einfach einer, der durchwinkte. Ja. Ich sage nicht, dass das besser ist. Ja, ich glaube, das ist eine persönliche Frage. Bei jedem kann es ein bisschen verschieden sein. Bei mir war es natürlich auch so, dass man der Job, der bietet einem so viel vom Aufgabengebiet. Oder? Interessantes, manchmal Lustiges, aber manchmal auch Trauriges. Oder? Und typisch denke ich auch, in dem Moment, wo man am Arbeiten ist, da ist man am Arbeiten. Da konzentriert man sich auf seine Arbeit. Und vielleicht nach dem Dienst kommen einem schon auch Gedanken oder manchmal auch vielleicht Gefühle auf, die nicht in jedem Fall natürlich schön sind. Sind Sie da? Die Migrationsfrage steht in diesen Tagen nicht im Brennpunkt. Die Schweiz hat sich wegen des Coronavirus abgeriegelt. Auch Nachbar Deutschland hat die Pforten geschlossen. Da ist jetzt Eis-Eis-Tätig. Wir sind am Grenzposten Raftsolgen. Einer der wenigen, die noch offen sind. Servus. So, wie läuft's? Ja. An das neue Regime wird man sich gewöhnen müssen. Auch ein Schweizer Imker, der seine Bienen jenseits der Grenze in Deutschland hat. Die Reise geht nach Rheinau. Nach Rheinau. Also Sie wissen, dass Sie in Rheinau nicht einreisen können. Es ist gesperrt dort. Ja, Rheinau ist eben nicht möglich, oder? Ja. Nein, darum sage ich es Ihnen. Sie kommen in Rheinau nicht rein. Dort ist Sperrgitter, ist zu. Aber wenn Sie jetzt zu den Bienen gehen, müssen Sie das mit einem Kollegen da machen.
Aber sie können in den Rhein auch nicht durch. Wirklich, es ist ein Sperrgitter. Ja. Weder zu Fuß noch mit dem Auto. Im Zweiten Weltkrieg hat man auch in der Mitte das Sperrgitter runtergelassen. Ja. Ah, das ist es. Kehren bitte ein. Schönen Abend. Er muss umkehren. Wie lange die Grenzen zubleiben, darüber wollen sie hier nicht spekulieren. Aber irgendwann möchten sich auch die Grenzwächter wieder mit Handschlag voneinander verabschieden. Ade. Bis später. Ja, das war ein Film zum Thema Schweizer Grenzwächter. Ein Film, der schlussendlich ein bisschen anders rausgekommen ist, als das wir erwartet haben, eben wegen der Geschichte mit dem Coronavirus. Aber das macht die Arbeit immer spannend. Jetzt, wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, könnt ihr die gerne reinschreiben. Und sonst würde ich mich freuen, wenn ihr Inja-Kanal abonniert, SRF Doc. Da findet ihr immer spannende Sachen.